Ja, hallo. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder im Wald unterwegs. Ehrlich gesagt habe ich mir ein schönes Bulettenbrötchen geholt nach Feierabend und möchte euch jetzt das Neueste vorstellen im Bereich EDC-Gadget. Und zwar das letzte Video, ich glaube, das habe ich Ende Juni rausgebracht. Beste Tool für EDC oder so ähnlich nannte sich, glaube ich, der Titel. Kam ganz gut bei euch an. Ich werde jetzt in Zukunft eine Reihe daraus machen. Also jeden Monat stelle ich euch ein bis zwei Gegenstände vor. Auf der einen Seite sinnvolle Gegenstände für mich persönlich, für den einen oder anderen Zuschauer wird das wahrscheinlich eher Ramsch sein oder zu viel des Guten, aber ich denke mal, jeder bei uns in der Zielgruppe, gerade Everyday Carry, weiß, dass man sehr viel Ausrüstung zu Hause hat, die man vielleicht gerade mal einmal benutzt hat und dann verschwinden die auch wieder in der Tasche. Das fängt ja wirklich an von Organizer bis hin zu Messer, was ich unbedingt haben muss, was ich vielleicht einmal benutzt habe und dann kommt das Teil in die Vitrine. Aber darum soll es gar nicht so gehen. Ich beschäftige mich heute mal wieder mit dem Thema Pommespicker. Diesmal von der Firma Metallgabel. Ich habe mir hier drei, ich nenne es einfach mal optisch, schöne Pommespicker ausgesucht. Habe ich gesehen bei uns in der Facebook-Gruppe, direkt im EDC-Bereich, hat mal ein Mitglied vor, ich glaube, 3 oder 4 Monaten mal vorgestellt und habe es mir dann einfach mal gegönnt. Gibt es direkt bei Amazon. Link packe ich euch direkt in die Infobox. Schaut einfach mal rein. Und was das jetzt genau ist oder wie die genau aussehen, zeige ich euch jetzt direkt im Detail. So, kommen wir jetzt zu den Pommesgabeln. Ich habe jetzt hier zwei Modelle mal zur Seite gepackt. Einmal vom Design her wirklich schön geworden. Dieser schöne Rockgruß, sage ich jetzt einfach mal. Und hier haben wir zum Beispiel eine Pommesgabel, die ist ein bisschen länger und mit integrierten Flaschenöffner. Also könnt ihr zum Beispiel sehen, dass das hier feinstes Edelstahl ist, rostfrei und spülmaschinenfest. Und wie man sehen kann anhand des des Flaschenöffners, natürlich auch sehr robust und haltbar. Der große Vorteil ist natürlich hier, da müssen wir uns mal langsam, ich sag mal, dem Gedanken stellen, dass es halt immer mehr um diese, Nachhaltigkeit geht. Das heißt, weg vom Plastik, weg vom ölhaltigen Herstellungsprozessen und. Ihr kennt das ja alles aus den Medien. Es wird immer interessanter und deswegen finde ich diese Pommesgabeln, die wirklich sehr nachhaltig sind, also die kann man immer wieder verwenden, 1A. Und deswegen haben es die jetzt auch, ich sag mal, so in meine Auswahl geschafft für den Juli im Everyday Carry Bereich und wollte ich euch einfach mal vorstellen. Wir haben hier eine Länge von, bei der großen Gabel, ich glaube, das waren 9,5 cm und bei den normalen Gabeln haben wir so 8 cm Gewicht. Sind wir auch bei 8 bis 9 Gramm. Jede Pommesgabel wird mit einer Kugelkette geliefert. Ist nicht schlecht, um die mal im Rucksack zu platzieren, an einem Karabiner oder so. Am Schlüsselbund würde ich mir die jetzt zum Beispiel nicht dran machen. Da hält die Kugelkette einfach nicht. Und am Schlüsselbund zum Beispiel mit Hilfe eines Karabiners würde ich die jetzt auch nicht befestigen, weil da hat man nicht viel Freude mit seinen Hosentaschen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Gute bei diesem Hersteller ist, man kann sich seine eigene Pommesgabel individuell erstellen lassen oder besser gesagt gravieren lassen. Das ist jetzt eine Pouch, sage ich jetzt einfach mal, für die Pommesgabel. Die ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten, die gibt es bei uns bald im Shop. Dazu gibt es aber später mal ein anderes Video. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einfach eine gravierte Pommesgabel, Pommesretter. Finde ich ganz schön die Idee und gerade im Bereich Influencer-Marketing oder wenn ich einen eigenen Shop habe oder eine eigene Firma, ist das, glaube ich, mal eine ganz nette Idee. Und vor allem, das gibt es halt nicht tausendfach zu kaufen dann mit meinem eigenen Logo oder mit meinem eigenen Kanalnamen, sondern das ist halt wirklich mal ein schönes Gadget, zum Beispiel für meine Follower, wenn es mal was zu gewinnen gibt, so eine Art Giveaway oder so. Ja, wie gesagt, fand ich ganz nett. Wird auch direkt so als Werbung mit reingepackt beim Hersteller. Wie gesagt, ist von Metallgabel. Ich habe keine Kooperation mit diesem Hersteller oder mir wurde es kostenlos geschickt. Das ist jetzt wirklich eine Empfehlung von Amazon direkt. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein. Ich finde die Idee ganz nett und würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wäre das was für euch? Oder sagt ihr, der hat nicht mal eine Tasse im Schrank, Pommesgabel im EDC, haben da nichts verloren. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.